Marktupdate von comdirect. Herzlich willkommen zum Marktupdate Spezial zum Thema Automotive. Und wir machen hier die zweite Fortsetzung Inside Out im Automotive-Sektor mit Dr. Christian Jung von Fox E-Mobility. Er wird uns in diesem Teil einfach mal auch erzählen oder versuchen darzustellen, womit eigentlich Unternehmen aus dem Automotive-Sektor auf der Finanzierungsseite zu tun haben. Und das ist, denke ich mal, sehr, sehr spannend, gerade für euch Zuschauer, die natürlich auch ein Unternehmen von nicht nur den großen etablierten OEMs, also Automobilherstellern wie Porsche, BMW, Volkswagen oder eben auch Tesla investiert haben, sondern vielleicht auch eher in Startups, in die Lucids dieser Welt, die eben versuchen, den großen Automobilunternehmen hier so ein bisschen ein Stück vom Kuchen abzunehmen und da natürlich dann auch versuchen, sich zu etablieren, weil da sind tatsächlich zwei komplett verschiedene Welten, die aufeinandertreffen. Wir haben auf der einen Seite die großen Automobilfirmen, die eben schon teilweise wie eben eine Toyota oder eine Volkswagen 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr verkaufen oder eine Tesla eben mit über 1 Million Wagen. Auf der anderen Seite aber eben auch die jungen Willenunternehmen, die ja nicht nur aus den USA oder aus China kommen, sondern eben auch zum Beispiel aus Deutschland und hier versuchen eben auch in diesen Markt reinzukommen. Und die Strategien sind da eben auch komplett verschieden, wie ihr ja eben zum Beispiel auch aus dem ersten Teil, den ihr übrigens dann auch hier über den Link abrufen könnt, entsprechend erfahren habt, dass natürlich hier Ansätze sind, nicht nur in das Premium-Segment reinzugehen, sondern vielleicht auch eher am unteren Ende, im Kleinwagensegment, versuchen hier eben entsprechend sich zu positionieren. Und das sind natürlich komplett andere Voraussetzungen. Sowas kostet Geld. Die Frage ist, wie wird sowas finanziert? Und genau über diese Fragen möchte ich mich mit Dr. Christian Jung eben jetzt auseinandersetzen. Und ich freue mich, dass wir ihn dazu befragen konnten. Viel Spaß beim Interview. Ja, Christian, genau. Das ist jetzt der zweite Teil zu dem Thema Automotive-Sektor bzw. Insights im Automotive-Sektor. Und wir reden ja jetzt so ein bisschen mal einfach auch von der Finanzseite. Das interessiert vielleicht auch viele Zuschauer. Wie läuft das eigentlich bei Automobilunternehmen insgesamt ab? Wie werden so eine Projekte eigentlich finanziert? Also wenn man eben so ein Projekt jetzt entworfen hat, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte ein Auto elektrifizieren, wie werden denn solche Projekte eigentlich finanziert? Ja, es beginnt ja damit, dass man das Projekt erstmal ausplant und dann natürlich im Unternehmen erstmal nachweisen muss, dass man mit dem Auto Geld verdient. Also sprich, man macht die Projektplanung unter den Rahmenbedingungen, die man hat, holt über alle Bereiche, die man kennt, Entwicklung, Produktion, Vertrieb ein. Was kostet es? Was können wir damit verdienen? Welches Marktsegment können wir damit besetzen? Und versucht natürlich von vornherein erstmal eigentlich ganz banal einen Businessplan zu schreiben mit einem positiven Business Case. Der sieht sicherlich bei einem Startup noch anders aus als bei einem großen Unternehmen, die auch den Vorteil haben, sie haben ja eingeschwungene Prozesse, können auf Historiendaten zurückgreifen und wissen, der letzte Fünfer hat uns X gekostet und jetzt entwickeln wir den nächsten Fünfer und können halt plus, minus rechnen, folgende Technologien kommen rein, folgende Teile gehen raus und können dann entsprechend einen Business Case ansetzen. Genauso machen wir es eigentlich im Startup, vielleicht um beim Business Case erst zu bleiben. Wir rechnen uns aus, was bedeutet es, dieses Auto zu entwickeln, welches Marktsegment sehen wir und versuchen natürlich auch ein Marktsegment zu besetzen, wo wir einen gewissen Vorteil haben, dass wir halt damit Geld verdienen können und versuchen auch hier einen Businessplan zu schreiben. Der Businessplan des Startups ist sicherlich, mit der Challenge versehen, dass wir nicht auf Historiendaten zurückgreifen können, großartig. Also wir können jetzt nicht die sechste Generation eines Fahrzeugs, die wir dann übernehmen können. Und als zweites natürlich, dass wir auch mit vielen Unbekannten sicherlich auch rechnen müssen, weil wir nicht so tief und nicht mit so großen Kostenteams in die Tiefe gehen können, wie das ein großer OEM kann. Andersrum können wir an vielen Stellen noch pragmatischer sein und uns auch aus politischen Entscheidungen heraushalten. Da kommt dann aus dem Marketing ein Auto muss so aussehen, wie es ist. Und bestimmte Eigenschaften muss es in den großen Konzernen einfach haben, ob ich will oder nicht. Dann wir dann einfach sagen können, okay, das machen wir oder machen wir jetzt nicht. Das kann dann tatsächlich schneller gehen. Kommen wir daher, wo das Geld herkommt. Und da beginnt natürlich der große Unterschied. Ein großer OEM hat einen funktionierenden Cashflow. Für mich als Ingenieur ist das, ich sage mal in Anführungsstrichen, einfach, auch wenn mich die Kollegen dafür schimpfen werden. Aber man macht seine Vorlage, geht damit in die entsprechenden Gremien, in der Kette hoch, steht irgendwann vor dem Vorstand, lässt sich dafür verhauen, dass das Projekt zwischen 15% und 30% zu teuer ist und kriegt es dann genehmigt oder nicht oder muss nochmal in eine Schleife gehen. Nichtsdestotrotz muss das Unternehmen natürlich im Großen und Ganzen auch rechnen, wie es hinkommt und wo es das Geld denn hernimmt. Also andersrum hat es den Vorteil, es hat bestehende Werke, es kann rechnen und weiß relativ genau, wie diese Finanzflüsse im Unternehmen sind.
Als Startup gehen wir natürlich, so muss man das klar sagen, eine Schätzung oder eine Wette ein, dass uns sich unser Auto entsprechend verkauft und wir damit am Ende entsprechend Geld verdienen und gehen dann natürlich rein in eine Finanzierung, die zum einen ganz banal aus Venture-Kapital besteht, die man dann aus Krediten, die man aufnehmen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber auch später erst aufnehmen kann, besteht. Ja, und wenn das Projekt dann im Verkauf ist am Ende, man tatsächlich über die Verkaufseinnahmen diese Kredite und entsprechend das Venture-Kapital oder über Wertsteigerung des Unternehmens den Eigentümern wieder entsprechend in Anführungsstrichen zurückzahlen kann. Also insofern ist der große OEM da in einer einfacheren Situation, dass er sein Unternehmen sehr genau kennt, den Cashflow relativ gut planen kann, während wir rein auf Investitionen und dann später auch hoffentlich entsprechende Kreditfinanzierung angewiesen sind. Andersrum, der OEM hat das Risiko, vielleicht noch das zum Schluss, er hat eine bestehende Existenz und Infrastruktur sowie Personen. Und wenn da was schief geht, hängt er an dieser Infrastruktur. Während wir als kleines Unternehmen doch noch sehr wenig Infrastruktur haben und sehr flexibel auf entsprechende Änderungen im Businessplan oder Rahmenbedingungen Änderungen können. Da können wir etwas schneller und flexibler sein, müssen wir auch. Genau, wenn man sich jetzt nochmal den großen, also den etablierten großen Automobilbauer ansieht, ist es tatsächlich so, dass hier wirklich der größte Teil der Innovation, der größte Teil der Produktionskosten aus dem Free Cashflow, also aus dem operativen Geschäft heraus finanziert wurde. Oder ist es teilweise auch so, wenn zum Beispiel sehr, sehr viele neue Innovationen anstehen, dass da auch dezidiert Kredite zum Beispiel auf Fremdfinanzierungsmittel für aufgenommen werden? Beides, also zum einen, na klar, der existierende und gut bekannte Pfad ist der Cashflow. Man sieht es aber auch, man kann es auch in der deutschen Automobilindustrie beobachten, dass sich jetzt gerade, wie schon angesprochen in den vorherigen Fragen, sehr viele Dinge parallel entwickeln und dass man da tatsächlich vielleicht doch mehr Geld braucht und schauen muss, wie man das hinbekommt und dass man dann einzelne Segmente zum Beispiel des Unternehmens an die Börse bringt und da auch Neuemissionen macht, um Geld einzusammeln oder natürlich auch sicherlich Banken über Kreditlinien verhandelt. Dann aber im Vorteil ist, dass man sicherlich großes Anlagevermögen hat, was man dagegen stellen kann, gegen diese Kredite. Also aktuell kann man in Deutschland auch gerade beobachten, dass es ja auch diskutiert wird, oder man hat auch in der französischen Automobilindustrie gesehen, dass man hier und da jetzt versucht, auch auf diese neuen Möglichkeiten eines IPOs oder ähnlichen Dinge zurückzugreifen, um einzelne Unternehmenssegmente auszugliedern und dann auch Geld einzusammeln, um die vielen parallelen Stränge, die sich derzeit ergeben, tatsächlich zu finanzieren. Genau, du hast ja bereits schon jetzt die Überleitung auch gut hingemacht, eben zu den Kosten. Nicht jetzt vielleicht in der absoluten Höhe, aber was für Kosten fallen denn so typischerweise eben bei der Entwicklung von Automodellen an? Vielleicht auch so mal Kostenstrukturen oder beziehungsweise auch mal Kostenposten, die man vielleicht gar nicht so als Außenstehender denken oder sehen würde. Was fällt dir da so ein? Im Prinzip gibt es drei große Blöcke, die man denken kann. Zum einen ist es die Entwicklungsdienstleistung im Prinzip, man die bezahlen muss. Sprich, also die Ingenieure, die Leute, die gesamte IT-Infrastruktur, aber alles, was man dazu braucht, um ein Fahrzeug zu entwickeln. Gern unterschätzt tatsächlich auch die IT-Infrastruktur dafür. Ich brauche hochkapazitive CAD-Systeme, Änderungsmanagementsysteme, Datenbanken und ähnliches, die gar nicht mal so billig sind. Das zweite ist dann natürlich, irgendwann muss ich da hingehen und Werkzeuge bauen. Das sieht man auch gar nicht so schnell, dass Rohbauwerkzeuge schnell mal einen zweistelligen Millionenbetrag kosten können, wenn es sehr große Bauteile oder gefräste Bauteile sind, die dann zudem noch bis zu einem Jahr Zeit brauchen, bis sie tatsächlich gefräst sind. Auch gern unterschätzt, nur Beispiel sind Lampen oder Headlights. Die brauchen sehr lange aufgrund der Qualität. Und der Spritzgusswerkzeuge, das ist nicht ganz so billig. Das ist entsprechend, kommt da auch schnell in Summe für die Werkzeuge ein dreistelliger Millionenbetrag zusammen, genauso für die Entwicklung ein hoher dreistelliger Millionenbetrag. Also ich sage mal, die Entwicklung mit Werkzeugen eines solchen Fahrzeuges in der Industrie zu lesen, kostet schnell mal eine Milliarde. Wenn man das Tesla Model S anguckt, und die Zahlen wurden ja veröffentlicht, bis zu dem Punkt waren das bei Tesla, wenn ich mich glaube, recht zu erinnern, 560 Millionen Dollar, die da aufgelaufen sind. Das dritte ist dann natürlich, gehe ich in ein Werk hinein oder baue ich ein Werk? Auch das ist, wenn man beim Tesla reinguckt, die veröffentlicht das ja auch, dass da auch schnell ein Milliardenbetrag entsteht, wenn ich einfach ein Werk baue mit allen Infrastruktursystemen. Also es gibt so in der Startup-Industrie etwas, einfach gesagt, die 1 plus 1 Regel, 1 Milliarde fürs Auto, 1 Milliarde fürs Werk, wenn ich
ein High-End-Premium-Luxusprodukt mache. Da versuchen wir uns gerade tatsächlich davon zu unterscheiden, als kleines Startup sagen, okay, wir kennen diese Zahlen, kennen sie aus der Vergangenheit auch ganz gut. Wir versuchen mal jetzt einen anderen Ansatz. Zum einen, ich habe ein existierendes Auto in meiner Historie, der Mia, die schon einmal konstruiert war, da spare ich mir schon einen gewissen Aufwand. Als zweites, ich versuche die Konstruktion relativ einfach und schlank zu machen und da tatsächlich deutlich unter diesen Riesenbeträgen zu bleiben. Nichtsdestotrotz, es ist immer noch ein dreistelliger Millionenbetrag, den ich ausgeben muss, um mein Auto hinzustellen. Und das zweite ist natürlich in den Werkzeugkosten, die wir uns auch vornehmen. Wir wollen möglichst, ja, wir haben einen vereinfachten Rohbau, der keine großen Stands- und Presswerkzeuge braucht. Da können wir zum einen flexibler und zum anderen etwas kostengünstiger sein. Werden aber sicherlich in dem einen oder anderen Kilogramm Fahrzeuggewicht bezahlen, in Anführungsstrichen. Und das dritte ist dann natürlich in der Industrialisierung, dass wir sagen, wir sind jetzt kein Tesla und bauen nicht ein neues Werk, was auch in Anzahl der Leute und der Komplexität und Projektmanagement sehr schwierig ist, sondern wir versuchen, ein existierendes Werk, einen der großen Fahrzeughersteller, Zulieferer zu gewinnen, mit uns zusammenzuarbeiten, dass wir in den existierenden Drittfertigern erstmal mit dem ersten Auto anfangen. Dann weiß ich auch, die können das und das funktioniert. Und wir müssen nicht das Gebäude, die Fertigungslinien und all das, was da steht, bezahlen. Wir werden sicherlich die Werkzeuge bezahlen müssen, um das Auto in der Fabrik fertigen zu müssen. Aber das limitiert dann den Kostenrahmen auch nochmal. Nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Menge Geld. Ja, auf jeden Fall. Werden sich aber durch die Änderungen, die du auch gerade so beschrieben hast, natürlich die Technologisierung in diesem Sektor deiner Meinung nach in Zukunft die Kosten eher reduzieren oder sogar eher ansteigen? Da ein sehr starker Wettbewerb herrscht in der Automobilindustrie und wir, glaube ich, mit dem Verbrenner ein relativ komplexes System aus vielen, vielen bis zu 1000 oder 1500 Bauteilen bestehendes Element los, ich will sagen los sind, aber aus dem Auto herausnehmen und gegen Bauteile ersetzen, die deutlich weniger Teilenummern haben, die deutlich weniger Systeme haben, glaube ich schon, dass man auf mittlere Sicht da zu einer Kostenreduktion kommt. Anfangs muss man jetzt einfach sagen, muss man diese neuen Technologien entwickeln. Also wir müssen Elektromobilität entwickeln, wir müssen autonomes Fahren entwickeln. Das sind alles Hightech-Unternehmungen, die man tatsächlich auch mit großem Aufwand durchführen und bezahlen muss. Also insofern gibt es da einen Hügel. Wenn das aber in Anführungsstrichen erledigt ist, glaube ich schon, dass man von den Materialkosten, vom Teileaufwand und auch vom fertigen Aufwand zu einfacheren oder Fahrzeugen aus weniger Teilenummern, also Bauteilen kommt, die nichtsdestotrotz, und da muss man darauf achten, immer noch Qualitäts- und Wettbewerbsanforderungen unterliegen. Das muss immer noch gut gemacht sein. Also insofern glaube ich schon, dass man auf mittlere Sicht dazu sinkenden Kosten bei den Fahrzeugen kommt. Das hängt natürlich auch noch jetzt gerade von politischen Rahmenbedingungen ab, wenn man sich an das Thema Chipkrise oder Materialverfügbarkeit für Batterien und ähnliche Dinge anschaut, dann können einem solche Entwicklungen natürlich erstmal kurzfristig bis mittelfristig die Preisentwicklung erstmal wieder kaputt machen. Genau, wenn man halt darüber nachdenkt, dass natürlich viel Innovation ja im Technologiebereich und im Autobau stattgefunden hat, ist natürlich jetzt auch hier konkludent die Frage, siehst du denn auch solche Innovationen bei der Finanzierungsseite? Also gibt es hier vielleicht Möglichkeiten, dass sich Unternehmen zusammentun, dass man eben bestimmte Technologien, wie du auch beschrieben hast, vielleicht zusammenentwickelt, dass die Staaten auch vielleicht eine wesentlich größere Rolle bei der Finanzierung von eben Technologien spielen, mehr Subventionen geben oder dass man eben vielleicht auch neue Finanzierungswege sieht oder erkennt. Hast du da schon so Trends oder beziehungsweise siehst du da Innovationen, die sich da auch schon bereits ergeben haben? Ja, ich glaube schon. Zum einen sieht man in der Industrie ja, wenn man auf der Entwicklungsseite bleiben, dass es so hier und da Anstrengungen gibt, über Zulieferer gemeinsame Plattformen zu entwickeln. Das wird sicherlich von den kleineren und mittleren Unternehmen getrieben werden und die großen werden erstmal auf ihren eigenen Roadmaps bleiben. Aber langfristig kann man das mal im Auge behalten, da der Kunde, glaube ich, wie ich schon mal angesprochen habe, mehr auf Design später und wahrscheinlich auch auf das User-Interface geht, das ist Software oder äußere Form, und ob dann der E-Motor darunter 550 oder 630 Newtonmeter hat oder ob das Auto, gerade bei Elektroautos, glaube ich, spielt die Maximalgeschwindigkeit keine große Rolle, weil es Energie absaugt ohne Ende, da man das gar nicht lange fahren kann. Ob das Auto dann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 230 oder 160 angegeben ist, weil das faktisch nicht nutzbar ist, ist das mal
egal. Also insofern glaube ich, wird Design eine größere Rolle spielen, die Benutzbarkeit des Autos und entsprechend dem Kundenwunsch nach. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man da auf der Entwicklungsseite neue Wege geht und versucht, Plattformen zu vereinheitlichen oder übergreifend zu entwickeln. Was wir auch versuchen tatsächlich zu nutzen. Also ich nutze existierende Komponenten von Zulieferern und sage, die entwickle ich gar nicht neu. Und wenn die vielleicht hier und da ein bisschen zu wenig Leistung oder zu viel Leistung hat, dann muss ich halt meine Autoeigenschaften anpassen, weil dem Kunde wird das nicht so im Detail interessieren. Aber mein Innenraum muss gut aussehen, er muss attraktiv sein, er muss gut bedienbar sein, das wird sehr wichtig sein. Und dann bei den Finanzierungsmitteln. Natürlich gibt es das Thema Venture-Kapital schon angesprochen. Ich glaube, das Thema Crowdfunding ist noch in den Kinderschuhen. Haben wir uns auch mal angeguckt, ist aber tatsächlich für uns zu früh oder auch noch hier in Europa mit Image-Problemen belegt, muss man auch so sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Idee, dass der Kunde oder der Endbenutzer an einer Zielrichtung oder einem Unternehmen beteiligt werden kann, gar nicht mal so falsch ist. Warum das nicht mal weiter probieren? Und dann muss man mal gucken, das sehe ich aber weniger im Finanzieren, was auch sehr viel diskutiert ist, wie kann ich Cryptocurrencies nutzen, um neue Business Use Cases herzustellen, um zum Beispiel im Unternehmen die Werkstattrechnung zu bezahlen, die Ladevorgänge abzurechnen oder um das Leben in Summe, die Nutzbarkeit des Fahrzeugs zu vereinfachen und das mit im Hintergrund mit einer Infrastruktur, einer Cryptocurrency, wie auch immer, zu vereinfachen. Vielleicht sieht der Kunde die gar nicht, sondern für ihn bleibt alles gleich. Aber im Hintergrund habe ich Mechanismen, die sich ähnlich diesen Dingen ändern. Oder auch um Fahrzeugänderungsdokumentationen, Historien zu dokumentieren, kann man diese Mechanismen ja auch sehr gut nutzen. Du hast ja die Cryptocurrencies schon angesprochen und hast ja hier dann auch natürlich den Nutzen für den Endkunden hervorgestellt, was aus meiner Sicht ja auch so richtig ist. Wenn man jetzt aber auch sieht, dass natürlich Automobilunternehmen die Möglichkeit haben, einzelne Projekte, einzelne Modelle vielleicht durch die Blockchain-Technologie, zum Beispiel durch die Ausgabe von eigenen Coins, ich sage jetzt mal den Foxcoin zum Beispiel, dann eben nutzen kann, um eben eigene Modelle entwerfen zu können. Ist das denkbar oder ist dahingehend dann doch der Verlust von Innovation, der ja so eine Entwicklung mit sich bringt, eben zu groß, dass es überhaupt nicht lohnenswert ist, hier solche Modelle einzeln rauszulösen? Also der Prozess, sich mit diesen Mechanismen zu beschäftigen, steht noch ganz am Anfang. Ich glaube, es ist denkbar. Man muss sich überlegen, welche Modelle man dazu nutzen kann. Ein großes Problem ist derzeit die Volatilität dieser Coins oder dieser Werte, dass wenn man damit bezahlt, dass der Kunde sich eventuell ärgert, dass das hinterher doch mehr wert war oder er zu wenig bezahlt hat. Darüber muss man sich noch beschäftigen. Aber ich glaube schon, dass es sehr viel Sinn macht, sich gerade auch, wenn man zum Beispiel an Shared oder solche Dienste oder sein Auto mal zwischendurch zur Verfügung zu stellen, jemand anders zu leihen, das abzurechnen oder Fahrwege dadurch tatsächlich sehr eine große Chance bringt, diese Systeme zu nutzen. Es gibt noch keine Antworten so final. Klar gibt es einzelne Coins, die man macht, um mal zum Beispiel ein Gimmick oder eine Kundenbindung zu erzeugen, ganze Fahrzeugprojekte dadurch abzuwickeln. Das ist sicherlich noch am Anfang der Gedankenwelt. Aber ich glaube schon, da sind wir auch dran, wir wollen uns damit beschäftigen, was kann ich damit tun, um es zu finanzieren oder auch erstmal lernend in kleineren Projekten, auch aus der Kundenperspektive, wie kann ich dem Kunden das Leben einfacher machen, damit einen Mehrwert zu schaffen. Das halte ich aber tatsächlich für ein spannendes Thema, was uns sicherlich in der Zukunft auch beschäftigen wird, wie wir das integrieren. Noch ein mir wichtiger Punkt ist, diese Systeme, die aller Mining-basiert sind, da muss man ja auch sehr aufpassen, dass man nicht in solche Ecken hineingerät, weil das Image ist ja auch derzeit da, dass diese gerade Bitcoin unendlich viel Energie verbrennt, um eine Währung zu erzeugen, dass man das auch nachhaltig tut. Während den klassischen Coin, in dem ich einen Fortschritt dokumentiere oder ein Zahlungssystem abrechne, dann natürlich einfacher oder nicht so energieintensiv ist. Aber auch da muss man noch dran arbeiten, dass das tatsächlich, das wollen wir ja tun, Nachhaltigkeitskriterien entspricht und nicht, dass man jetzt sozusagen, jetzt haben wir das E-Auto gemacht und bieten dem Kunden einen tollen, umweltneutralen Stromvertrag an und haben das alles geregelt und plötzlich aber anfange mit solchen Systemen mich dann wieder in die Energieverbrennung zu begeben.
Ja, ganz spannende Aspekte, die du da natürlich auch nochmal mit hervorgebracht hast, sicherlich auch mit zu bedenken und ganz, ganz wichtige Punkte. Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich ein sehr, sehr interessanter Insight, den wir bekommen haben. Ja, herzlichen Dank, hat mir Spaß gemacht. Nicht. Und genau, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg natürlich und alles Gute soweit. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch ebenfalls alles Gute, freue mich, wenn ihr dann eben dabei bleibt. Wir haben ja, wie gesagt, dieses Interview in zwei Teilen geführt. Der erste Teil hat sich dann eben um die Abläufe in Automobilunternehmen, wie wir ein Projekt eigentlich umgesetzt, behandelt und gehandelt. Und der zweite Teil, dieser Teil natürlich über die Finanzierung, weil das ja auch eine wichtige Frage ist, die euch natürlich interessiert, wenn man eben mit Aktien agiert, wenn man eben Aktien von Unternehmen kauft und demzufolge. Wenn euch da die Sendung gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, einen Daumen runter, dann schreibt aber in die Kommentarleiste bitte auch rein, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten könnt ihr natürlich auch den Kanal von COMDirect abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis bald.